So Leute, und damit willkommen zurück zu einem weiteren Part von 41148. Und direkt schon die erste Sequenz. Okay. Also er hat jetzt keine roten Augen mehr, sondern grüne. Ich laufe da jetzt nochmal durch. Okay, dann passiert nichts. Gucken wir uns mal an, was hier so alles rumliegt. Eine Steinstatue. In der Tat, da hast du recht. Purple Decorative Stones. Lila dekorative Steine. Den Rest habe ich gerade gar nicht gelesen. A picture of the king that offers his ace to others. Ein Bild von einem König, ja. Okay. Was? Ruhe. Ach stimmt, ich. Ja, man muss ja tippen. Da war ja was. Messer kann man immer gebrauchen. Ein Mann, der fällt. Ah, Treppen läuft man automatisch, okay. Okay. Wir gehen durch diese grüne Tür hier. Das ist wohl ein Badezimmer. Die Badewanne ist voll mit heißem Wasser. Und das Klo? Er muss jetzt nicht pinkeln. Warte, da stand was. Geh nochmal rein. Da ist doch was. Ein Metallring. Boah, diese Statue, die da steht. Where is no door? Was? I'm sure that something important is behind this door. Er ist sich sicher, was Wichtiges hinter der Tür. Ja, okay. Tippen, ich vergesse es immer wieder. So, ich habe einen Metallring und ein Messer. Und hier sind Purple Steine. Er denkt, sie sind nicht sein Geschmack. Was liegt da? Sportschuhe. Eine antike Vase. Okay. Kann ich in die Küche rein? Geht das? Ja, das geht. Da hängt ein Zettel. Eine To-Do-Liste. Macht er den Kühlschrank auf? Ja, jetzt habe ich, was ist das? Ein Getränk. Macht er auch die Schränke irgendwie auf? Er weiß, das ist sein Zuhause. Du bist mein Stern. Eine Pfanne mit Eiern drin. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Also das hier ist sein Zuhause. Habe ich das richtig gelesen? Stich die Tür ab. Das macht er nicht. Dann ja, geh baden. Du hast gesagt, du willst baden? Ja, dann benutze es doch auch. Oder geht das nicht? Du siehst eine Person, die du kennst. Kannst du das Getränk selber trinken? Kann ich das auf dich anwenden? Oder muss ich. Nein, anscheinend nicht. Gut, ein Messer, ein Metallring und ein Getränk. Was kann man damit anstellen?
Ich will nicht immer zwingend auf Hilfe tippen. Ich bin jetzt schon überfragt. Er sagt nur, was er machen will, aber irgendwie macht er es nicht. Ja, ich will die Statue antippen. Was sagst du bei dieser Statue? Ach jo, stell dich nicht so an. Zieh doch das Laken einfach mal runter. Macht der nicht. Es gibt nur diese zwei Räume. Gut, es gibt nur die Küche und ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll. Kann ich das Wasser abstechen? Nein, kann ich nicht. Es ist unsterbliches Wasser. Es ist unkaputtbar. Ich gehe nochmal in die Küche und dann, wenn ich sonst nichts weiter sehe, drücke ich mal auf Hilfe. Gläser. Ja, hast du das? So, jetzt habe ich das Getränk im Glas. Und jetzt habe ich das Glas. Kann ich aber... Nein, ich will das auf dich selber anwenden. Okay, ich habe das Getränk im Glas. Trink es! Genießt das Programm und... Uppala, jetzt habe ich in die Küche gedrückt. Drink your juice on the sofa, then turn something into house. Ich will da, ich wollte mein Scheißgetränk auf dem Sofa trinken, aber er hat sich ja nicht hingesetzt. Ich habe extra den Fernseher angemacht. Ja, dann. Er macht es nicht. Okay, das nervt. Setz dich, verdammte Hacke! Aber man muss den Fernseher dabei ausmachen. Okay, mit dem angeschalteten Fernseher setzt er sich nicht. Das ist seine Bude. Mit Statuen als Dekoration. Hab ich jetzt nicht, ne? I feel that everything in this house is turning. Kann ich jetzt durch die Tür? Nee. Was mit den Treppen ist ätzend, die läuft ja nämlich langsam. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte gucken, ob was an dem Licht passiert. Und ich schalte den Fernseher nochmal an. Ja, das.
Du hast ein total geiles Fernsehprogramm. Also ich würde mir mal noch ein paar mehr Sender holen. Ich gehe noch mal in die Küche. Ist hier irgendwie was anders? Was hat sich denn geändert? Kann ich jetzt in die Badewanne vielleicht? Jetzt habe ich ein Getränk getrunken. Ne, er benutzt es ja nicht. Was soll ich mit dem Metallring? Der ist gerade auch nicht wirklich aussagekräftig. Du hast was getrunken, musst du jetzt aufs Klo? Nein, musst du nicht. Magst du das Waschbecken benutzen? Nein, magst du auch nicht. Stich die Statue ab. Los. Nein? Okay, dann nicht. Okay, ich guck das Bild an. Irgendwas ist mit dem Bild. Ja, jetzt habe ich nicht gelesen, was. I feel that this has turned many times. So, man hat es umgedreht. Ich wusste es. Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich das Bild umgedreht. Das wird alles ändern. Das weiß ich doch nicht. Jetzt fragst du mich aber Sachen. Okay, ich guck mal, ob die anderen Bilder irgendwie. Maybe this panel can be turned to. Ja, dann dreh mal. Es ist ein Wort. Ach echt? Allah? Ernsthaft? Wo hast du... Holy shit. Wo hast denn du jetzt Allah gelesen? Das habe ich nicht gelesen. Ernsthaft, wo steht denn da Allah? Weiß ich nicht. Hinterfrage ich auch nicht. Wenn der Typ sagt, das steht da, dann steht das da. Gut, gehen wir durch die Tür. Ein Schwert. Nimm es mit. Du wurdest wohin von Satan verfolgt, also nimm es mit. Er nimmt es nicht mit. Er braucht ein Passwort. Ich denke, das ist dir. Du willst jetzt nicht schlafen. Dann lass es. Was? It still looked. Ja, aber ich habe den Ring rein. But it still has some space for another ring. Da muss noch einer rein. Stich es ab. Oh. Lampe? Lampe? Nein. Aber guck mal da, da ist was. Flash Drive. Ein USB-Stick. Und da ist wohl offensichtlich ein Laptop, für den ich ein Passwort brauche. Oha. Geister. Du sollst auch das Fenster gucken, er guckt nicht das Fenster. Was liegt hier? Sandalen. Okay, ich habe ein Messer und einen USB-Stick. Und ich brauche noch einen Metallring. Ich gucke mich hier nochmal um. Ist hier nochmal jetzt irgendwas dazugekommen? Kann ich jetzt baden? Nein.
Er will anscheinend nicht baden. Also er will baden, aber er tut's nicht. Warte mal, ich mach mal den Fernseher an. Er ist ja auch irgendein Ring. Vielleicht ist der Ring in der Schublade mit dem Fernseher verbunden. So dumm es jetzt klingt, aber. Okay. Das war wohl zu weit hergeholt. Das ist dein Haus. Der sagt es immer wieder. Es ist sein Haus. Aber du weißt nicht, wie du deine eigene Scheißschublade aufkriegst. Ist okay. Hat nicht funktioniert, was ich wollte. In den Schubladen kann ich auch nichts machen. Was ist mit dem Bild? Ja, okay. Nichts. Ich habe einen USB-Stick, aber einen passwortgesicherten Laptop. Warte, du sagst doch, das ist dein Haus. Warum kennst du dein Passwort von deinem scheiß Laptop nicht? Wen versuchst du hier gerade zu verarschen? Steck den scheiß USB-Stick da rein. Dann stech den Laptop ab. Ne, will er nicht. Ja. Du sollst nicht schlafen, ich will mir das scheiß Fenster angucken, okay? Ich drück nochmal auf Hilfe. Ich will hier nicht ewig lang hin und her rätseln. Ich habe auf Hilfe gedrückt. Ich habe auf Hilfe gedrückt. Ich habe auf Hilfe gedrückt. Es hängt. Es hat sich aufgehängt. Es passiert gerade gar nichts mehr. Das ist Kacke. Okay, ich pausiere die Aufnahme mal und mal gucken. Ich habe jetzt noch mal bis an die Stelle gespielt. Drücke auf Hilfe und da steht, ich soll mich auf mein Sofa setzen und meinen Dingen trinken. Was ich ja schon gemacht habe. Aber vielleicht soll ich es nochmal. Er hat hier nicht ganz ausgetrunken. Ja? Ne? Nein? Nicht? Nein? Nein? Ach, jetzt wird mir die ganze Zeit geschrieben. Nicht die Küche. Ach, das mit dem Tippen ist ein bisschen dumm gemacht. Wenn man wenigstens hier unten an dem schwarzen Rand tippen könnte, damit man nicht aus Versehen irgendwas antippt. Hä? Hä? What the? Was zur Hölle ist das? Was ist das? Jetzt habe ich auch noch einen Bug ausgelöst. Och nö, jetzt. Okay, ich spiele es nochmal bis dahin. So, nochmal alles bis hierhin gespielt. Vielleicht ist das so ein USB-Stick-Fernseher. Anscheinend, ja. Wow, das war super toll. Absolut erholsam.
Nach dieser supergeilen Musik willst du bestimmt ins Bett. Nein, möchtest du nicht. Willst du jetzt in die Badewanne? Irgendwann willst du bestimmt in die Badewanne. Nein, er will einfach nicht. Hat mir dieses unglaubliche Fernsehvergnügen irgendetwas gesagt, was ich wissen muss? Du denkst, das ist eine Message. Eine Message für was? Für alle? Weiß ich schon wieder nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich den USB-Stick losgeworden. Und dann hat mich der Fernseher total doof angequatscht. Mit Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Warte mal, da ist was. Ah, noch ein Metallring. Sehr schön. Geht's jetzt auf? Eine Knarre. Ein Schlüssel, Pillen, Kreditkarte, ein Magazin. Why the key of apartment Nummer 133 ist in hier? Warum ist der Schlüssel hier? Weiß ich doch nicht. Sina Tanta. It's right, my name is Sina Tanta. Was? Ich spiele eine Frau? Oder bist du sehr verwirrt? Die Silhouette wirkt auf mich eher männlich. Das ist eine Knarre. Okay, also man nimmt nur den Schlüssel mit. Für Apartment 133. Kann ich da jetzt hin? Du schon wieder? Ich habe ein Messer. Schau dir das um die Ohren. Wow. Er kann anscheinend nicht durch das grüne Licht. Verstehe ich das richtig? Ach nein, jetzt ist es rot. Und er ist tot. Okay, hier stehen jetzt Sachen, die ich nicht lesen kann. Ich probiere erst nochmal, ob ich jetzt hier raus kann. Ja. Die 133. Oh, ich kann da jetzt gerade nicht. Was stehen denn hier für Zahlen? Ich kann die nicht lesen. Hier ist offen. Oh, du warst aber lange tot. Das muss ich ja lassen. Wie ist denn der jetzt ausgerutscht? Im Stehen. Aus dem Stand. To be continued. Das war das Kapitel. Okay. Also das Rätsel mit dem Trinken war tatsächlich sehr knackig. Einfach auf die Couch setzen und trinken, aber. Was sagt der Timer? 24. Ah. Nicht ganz eine halbe Stunde. Ah, er hat ihn abgestochen. Bam! Ins Face! Durchgesäbelt! Das berühmte Küchenmesser aus dem Film Halloween. Fortsetzung folgt.
41148. Episode 3. Gesaved. By escaping from the scary building and searching my own apartment, now I know that my name is Sina Tanta. Also beim Fliehen aus dem gruseligen Gebäude und beim Durchsuchen meines eigenen Apartments weiß ich jetzt, mein Name ist Sina Tanta. And perhaps I'm involved in strange things. Und eventuell bin ich in merkwürdigen Sachen involviert. The key of this apartment was in my house, but I can't remember what connects me to this place. Der Schlüssel von diesem Apartment war in meinem Haus, aber ich kann mich nicht erinnern, was für Connections, Gedöns, Kram halt, also, was die hier halt zu tun hat. I shall check this apartment and leave her as soon as possible. Also checken, was hier Sache ist in diesem Apartment und dann so schnell wie möglich gehen. I don't wanna face another scary creature. Man will keine andere gruselige Kreatur sehen. Weil diese gruselige Kreatur haben wir geköpft. Und auf mich wirkt die Silhouette einfach männlich. Und Sina ist ja im Normalfall ein weiblicher Name. Gibt es Länder, in denen Sina ein männlicher Vorname ist? Fällt mir spontan keins ein. Naja, also, na, nicht ganz eine halbe Stunde, aber wir haben wieder ein Kapitel abgeschlossen. Wir haben eine Kreatur geköpft. Alles drum und dran. Eure Meinung zu diesem Spiel? Bis jetzt könnt ihr mir gerne die Kommentare hauen. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Das war's jetzt erstmal wieder mit dem Spiel 41148. Der nächste Part, sprich Episode 3, folgt dann nächste Woche wieder. An euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.